Flughafen Köln-Bonn. In der Nacht vom 8. auf den 9. September 2018. Hier greift alles ineinander. Sowohl technisch wie auch logistisch. Seit April läuft die Sanierung der Start- und Landebahn. Sie ist eine der größten Deutschlands. Mehr als 3.800 Meter lang und 60 Meter breit. Eine Fläche von 32 Fußballfeldern. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. 8 Beschicker und 8 Fertiger sowie 28 Walzen. In absolutem Gleichklang mit 180 LKWs, die unablässig heißen Asphalt heranschaffen. Der Baustellenzulauf wird mit einer speziellen Software zur Bauprozessoptimierung gesteuert. Damit lassen sich alle Fahrzeuge sowie die eingebauten Mengen verfolgen. Logistik 4.0 hat bei uns Einzug gehalten. Die Asphaltrezeptur für den Flughafen unterscheidet sich deutlich von einem herkömmlichen Straßenasphalt. Hohe Festigkeit, Griffigkeit sowie insbesondere der Widerstand gegenüber Enteisungsmitteln sind hier die ausschlaggebenden Kriterien. Deshalb haben unsere Techniker für den Asphaltbinder und die Asphaltdeckschicht die Zusammensetzung des Mischguts optimiert. Die Testmethode Schüttelabrieb sichert die Qualität der eingesetzten Sande und Füller. Das geforderte Haftverhalten zwischen Gestein und Bitumen gewährleistet der Rolling Bottle Test. Das Gestein für die Binderschicht beziehen wir vom Steinbruch Hühnerberg. Der hier gewonnene Basalt ist der ideale Baustoff für diesen Zweck. Diabas für die Deckschicht wird im Steinbruch Sielbach gewonnen. Dieses Gestein zeichnet sich durch seine besondere Griffigkeit, seine Frost- und Verwitterungsbeständigkeit und seine hohe Druckfestigkeit aus. Die besondere Anforderung an die Kornform wird durch ein optimiertes Siebsystem garantiert. Das Spezialbitumen für unsere Mischwerke kommt von der Raffinerie Godorf. Den Transport zu den Mischwerken übernimmt die Bitumina, das Logistikunternehmen der Basalt AG. Ein Projekt dieser Größenordnung kann nur von einem leistungsstarken Mischwerkverbund realisiert werden. Mit unseren Mischwerken Porz, Großfernich, Talbecke, Ellen und Dornab gewährleisten wir die geforderte Liefermenge von mindestens 7.500 Tonnen pro Nacht an 8 Wochenenden. Laboranten prüfen die Asphalttemperatur und nehmen engmaschig Proben für die weiteren Untersuchungen. Denn Qualität hat oberste Priorität. Bei aller Erfahrung, aufgrund der logistischen, technischen und personellen Herausforderungen ist es auch für uns ein ambitioniertes Projekt. Nahtlos auf 60 Meter Breite. Die neue Deckschicht der Start- und Landebahn am Flughafen Köln-Bonn ist auf der Zielgeraden. Mit der Basalt AG haben wir schon mehrere Baustellen gemacht oder mit ihren Tochterunternehmen. Sie sind ja deutschlandweit vertreten. Und ich als meine Person kann sagen, habe schon mehrere Start- und Landebahnen, zum Beispiel Frankfurt-Bremen und jetzt auch Köln-Bonn mit der BAG gemacht, dem Mutterhaus, und bisher immer reibungslos.
Mobilität hat eine Basis. Leistungsfähigkeit und Qualität. Just in time. Eine Punktlandung mit der Basalt AG und ihrer Niederlassung Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke.